The Darkness One, ein Wattpad-Roman von BYU Wannabe. Verflucht nochmal, Nick, kannst du nicht aufpassen, brüllte ich durch die gesamte Halle. Was bildet es sich dieser Schwachmat eigentlich ein? Wütend rieb ich meine schmerzende Wange, welche er während unseres Boxkampfes volle Kanne getroffen hatte. Sorry, aber du musst eben besser aufpassen, sagte Nick schulterzuckend. Grimmig ging ich auf ihn zu, ballte meine Hände zu Fäusten. Es war Zeit, ihm in das Körperteil zu treten, welches wir Frauen nicht besaßen. Langsam näherte ich mich ihm, drängte ihn zurück. Ich wollte gerade zum Schlag ausholen, doch Nick war schneller, packte meine Hand und warf mich auf den Boden. Ein Schmerz durchzog meinen Rücken. Ich streckte meine Finger zu einem Peace-Zeichen und schob mir den Helm vom Kopf. Blöd grinsend stellte sich Nick über mich und half mir wieder auf die Beine. Dein Lachen wird dir schon noch vergehen, keifte ich ihm halb lachend und halb grimmig an. Nick verließ den Ring und legte seine Boxhandschuhe auf die Seite. Schwesterherz, willst du Wurzeln schlagen oder kommst du endlich? Rief er mir zu. Prompt imitierte ich ein Schlagen von Wurzeln. Lachend kam er auf mich zu. Du hast sie echt nicht mehr alle, sagte er und schüttelte lachend seinen Kopf. Seit ich denken konnte, trainierten mein Zwillingsbruder und ich zusammen in der heruntergekommenen Halle, welche wir für einen Spottpreis erstanden hatten. Unsere Eltern hatten wir noch nie gesehen. Wir wurden in einem Heim großgezogen. Hallo, Julie, noch da? Fragte Nick plötzlich und wedelte mit der Hand vor meinem Gesicht herum. Genervt verdrehe ich meine Augen und wandte mich von ihm ab. Wir wollten gerade die Halle verlassen, als die Türen aufgerissen wurden und ein Dutzend Männer die Halle betraten. Ich drängte mich gegen Nick, welcher beschützend die Arme um mich legte. Ein Mann mittleren Alters trat auf uns zu. Er trug eine schwarze Hose und einen dunklen Kapuzenpulli. Die restlichen Männer verteilten sich hinter ihm. Seid ihr Nick und Juliette, Lehrster? Schnarrte der Mann und schaute uns mit seinen stahlgrauen Augen an. Wer will das wissen? Fauchte Nick. Bedrohlich kam der Mann auf uns zu. Na, 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 Junge, an deiner Stelle würde ich meinen Mund nicht so weit aufreißen, sagte er wütend. Langsam kam er auf mich zu. So, so, Juliette. Du siehst noch besser aus als in meiner Vorstellung, lachte der Mann dreckig. Seine Männer fielen mit ein. Ich stand kurz davor, ihm eine zu klatschen. Was wollt ihr? Fragte ich monoton und schaute dem Mann in die Augen. Dich, antwortete er und grinste. Ich lachte lautlos auf. Es war doch wohl ein schlechter Scherz. Ich drehte meinen Kopf in Nicks Richtung und schaute ihn hilfesuchend an. Männer, nehmt sie mit, rief der Mann und wandte sich von uns ab. Vier große Männer kamen auf mich zu. Geschockt schaute ich mich um, wollte flüchten. Ich rannte geradeaus, hatte jedoch gegen 20 Muskelberge nicht die geringste Chance. Wenn ihr ein Haar krümmt, mache ich euch fertig, brüllte Nick. Weiter kam er nicht, da zwei große Männer ihn festhielten und schlugen. Ich spürte, wie ein Mann mich festhielt. Nein, lasst Nick gehen, tut ihm nicht weh, brüllte ich und begann zu weinen. Ich trampelte wie wild, versuchte, um mich zu treten. Doch ich hatte keine Chance. Fesseln wurden mir umgelegt, ein Tape über meinen Mund geklebt. Ich schrie, schaute zu Nick, welcher blutend am Boden lag, seine Augen weit aufgerissen. Salzige Tränen rannen immer wieder über meine Wange. Ich wurde herumgerissen und von dem Trupp schwarzer Männer aus der Halle geführt. Ich versuchte immer wieder, mich nach Nick umzudrehen. Vergebens. Die Männer umzingelten mich. Ja, Boss, alles klar, wir haben sie, sagte ein Mann vor mir in sein Walkie-Talkie. Nein, es gab keine Komplikation. Ja, der Bruder ist tot. Nein, uns hat keiner gesehen. Wir sind in einer Stunde da, sprach er weiter und steckte das Gerät weg. Nick war tot? Mein Bruder war gestorben? Ich hatte seine leeren Augen gesehen. Den Menschen verloren, den ich am meisten geliebt hatte. Meine einzige Familie. Immer mehr Tränen rannen über meine Wange. Meine Augen brannten wie Feuer. Das Letzte, was ich mitbekam, war, wie mir jemand das Tape abzog und ein Tuch vor den Mund hielt. Zwei Atemzüge später war ich bereits eingeschlafen.